Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 145, Patrick Süßkind und das Parfüm. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. In der heutigen Folge möchte ich euch einen bekannten deutschen Schriftsteller vorstellen. Dieser Autor ist vor allem für einen Roman bekannt, und zwar für den Roman Das Parfüm. Von welchem Autor spreche ich? Ich spreche von Patrick Süßkind. In dieser Episode möchte ich euch den Autor näher vorstellen, möchte ein wenig über sein Leben sprechen und ich möchte euch seinen berühmtesten Roman Das Parfüm vorstellen. Also seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Patrick Süßkind wurde am 26. März 1949 in Ambach am Starnberger See geboren. Das ist in Süddeutschland im Bundesland Bayern. Patrick Süßkind ist ein deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor. Also ein Drehbuch, das ist das Skript, das ist der Text, der eine Grundlage für die Produktion eines Films ist. Ein Drehbuch braucht man, um einen Film zu produzieren. Und Patrick Süßkind hat einige Sachen geschrieben, aber sein berühmtester Text ist sein Roman Das Parfüm. Das Parfüm wurde im Jahr 1985 veröffentlicht und über diesen Roman werde ich später noch im Detail sprechen. Ich werde euch diesen Roman genauer vorstellen. Ja, wer ist Patrick Süßkind? Patrick Süßkind ist in Bayern aufgewachsen. Und zwar hat er als Kind in einem kleinen Dorf gewohnt. Dieses Dorf heißt Holzhausen. Sein Vater war Wilhelm Emanuel Süßkind und auch dieser war schon Schriftsteller. Auch er hat gerne geschrieben. Zudem war er Übersetzer und hat bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet. Patrick Süßkinds Mutter war Annemarie Süßkind und die war Sportlehrerin. Patrick Süßkind hatte auch einen älteren Bruder, nämlich Martin Erhard Süßkind. Der war, genau wie der Vater, Journalist. Patrick Süßkind ist natürlich zur Schule gegangen. Er hat das Abitur gemacht, das er im Jahr 1968 bekommen hat. Danach hat er den Zivildienst gemacht. Was ist der Zivildienst? Der Zivildienst war früher eine Alternative zum Wehrdienst. Und der Wehrdienst war eine Verpflichtung für junge Männer früher. Also wenn man mit der Schule fertig war, musste man zum Militär, man musste zur Bundeswehr gehen und dort für eine Zeit lang bleiben. Und wenn man gesagt hat, dass man nicht zum Militär möchte, dann konnte man alternativ Zivildienst machen. Und dann hat man zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim gearbeitet. Das war früher der Zivildienst. Nachdem Patrick Süßkind dann mit dem Zivildienst fertig war, hat er mittelalterliche Geschichte und neuere Geschichte in München studiert. Er hat auch zwei Auslandssemester gemacht, und zwar in Aix-en-Provence in Frankreich. Da hat er natürlich sein Französisch verbessert, aber er hat auch seine ersten eigenen Texte geschrieben. Patrick Süßkind hatte damals viele Interessen. Er hat Kurse in Englisch, Spanisch, Politik, Kunst, Theologie und so weiter belegt. Am Ende hat er das Studium aber abgebrochen. Er hat das Studium nicht beendet. Im Jahr 1974 hat er es abgebrochen. Patrick Süßkind hat in seinem Leben gar nicht mal so viel geschrieben. Von Patrick Süßkind gibt es 5 Drehbücher, 1 Sachbuch und 5 Texte im Bereich Belletristik. Im Bereich Belletristik haben wir Der Kontrabass. Das ist im Jahr 1981 erschienen und ist ein Theaterstück. Dann haben wir den
berühmtesten Text von Patrick Süskind, den Roman Das Parfüm. Dann gibt es eine Novelle von Patrick Süskind aus dem Jahr 1987 mit dem Namen Die Taube. Ebenfalls eine Novelle ist der Text Die Geschichte von Herrn Sommer. Die ist im Jahr 1991 herausgekommen. Und im Jahr 1995 ist eine Sammlung von Erzählungen erschienen, die Patrick Süskind in den 1980er Jahren geschrieben hat. Diese Veröffentlichung hat den Namen Drei Geschichten. Patrick Süskind ist eine interessante Person. Er meidet die Öffentlichkeit. Also das heißt, er zeigt sich nicht gerne in der Öffentlichkeit. Er ist gerne privat. Es gibt nur 4 Interviews, die er gegeben hat. Und er scheint auch ein wenig exzentrisch zu sein. Zum Beispiel hat er verschiedene Preise bekommen und oft hat er diese Preise einfach abgelehnt. Zum Beispiel hat er einen französischen Preis für das beste Debüt im Jahr 1986 abgelehnt. Er hat diesen Preis nicht angenommen. Er hat auch den Tukan-Preis im Jahr 1987 abgelehnt und den Literaturpreis der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Jahr 1987 auch abgelehnt. Sein berühmtester Roman Das Parfüm wurde verfilmt. Es gibt einen Film, der auf dem Roman basiert. Und zur Weltpremiere dieser Verfilmung ist er nicht gegangen. Es gibt außerdem sehr wenige Fotos von Patrick Süskind. Heute lebt Patrick Süskind in München, in Seeheim am Starnberger See und in Montaulieu in Frankreich. Also er lebt nicht nur an einem Ort, sondern hat 3 Orte, an dem er lebt. Und wahrscheinlich hat er mal Lust auf München und mal Lust auf Frankreich. Patrick Süskind hat auch eine Lebensgefährtin, also eine Partnerin, und zwar Tanja Graf. Tanja Graf ist eine deutsche Verlegerin, also sie arbeitet in einem Verlag und ein Verlag veröffentlicht Bücher. Und zusammen haben sie einen gemeinsamen Sohn. Also Patrick Süskind ist auch ein Vater. Jetzt möchte ich ein wenig über die Literatur Patrick Süskinds sprechen. In seinen Werken gibt es meistens Anti-Helden. Was sind Anti-Helden? Anti-Helden sind Figuren, sind Protagonisten, die eine Schwäche haben. Und diese Schwäche wirkt irgendwie sympathisch. Anti-Helden sind in der Regel nicht stark, schön, mutig oder klug. Oft sind die Charaktere von Anti-Helden sehr detailliert, sehr vielschichtig. Ja, die Protagonisten sind also Anti-Helden. Sie sind auch oft Außenseiter. Sie stehen oft nicht in der Mitte der Gesellschaft, sondern sind nicht Teil der Gesellschaft. Zum Beispiel gibt es im Theaterstück Der Kontrabass einen Kontrabassist, ein Mann, der Kontrabass spielt, der ist sehr einsam und er erzählt über sein Leben. Auch im Parfüm gibt es einen Protagonisten, der definitiv nicht inmitten der Gesellschaft steht. Und über diesen Roman, Das Parfüm, möchte ich euch jetzt mehr erzählen. Warum? Das Parfüm ist der bekannteste Text von Patrick Süskind und wird zum Beispiel in vielen Schulen in Deutschland gelesen und auch privat lesen viele Menschen dieses Buch. Es ist wahrscheinlich eines der bekanntesten deutschen Bücher, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Das Parfüm, die Geschichte eines Mörders. Das ist der komplette Titel des Romans. Es geht also um einen Mörder, um eine Person, die tötet. Der Roman wurde im Jahr 1985 veröffentlicht und es geht um einen Mann, der Jean-Baptiste Grenouille heißt. Grenouille heißt auf Deutsch Frosch, also ein kleines grünes Tier. Und Jean-Baptiste Grenouille ist kein normaler Mann, keine gewöhnliche Person. Jean-Baptiste Grenouille kann sehr, sehr gut riechen. Er hat einen exzellenten Geruchssinn. Aber er selbst hat keinen Eigengeruch. Also wenn man an
Jean-Baptiste Grenouille riecht, riecht man nichts. Er stinkt nicht. Auch wenn er zum Beispiel sehr viel Sport macht und schwitzt, man riecht nichts. In seiner Kindheit und Jugend wird er von anderen Jugendlichen, von anderen Menschen geärgert und diskriminiert. Jean-Baptiste Grenouille macht eine Ausbildung zum Parfümeur, also er stellt professionell Parfüme her. Er wandert kreuz und quer durch Frankreich. Er ist Eremit und später wird er zum Serienmörder. Er tötet viele Menschen und das macht er, weil er der größte Parfümeur aller Zeiten werden will. Er entwickelt ein geniales Parfüm, was ihm zuerst sehr viel Macht gibt, aber am Ende scheitert er. Natürlich kann man über die Geschichte noch viel mehr erzählen. Es gibt noch viel mehr Details, aber ich möchte euch nicht spoilern. Ich möchte euch jetzt nicht alle Details verraten, weil ich lieber möchte, dass ihr diesen Roman vielleicht lest. Das Parfüm von Patrick Süskind wurde in 48 Sprachen übersetzt. Es wurde weltweit mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Es ist eines der größten Bucherfolge unter den deutschsprachigen Romanen des 20. Jahrhunderts. Ja, und das Parfüm, die Geschichte eines Mörders, wurde auch verfilmt. Es gibt einen Film vom deutschen Filmproduzenten Bernd Eichinger. Der Film war damals sehr erfolgreich. Er war kommerziell ein Erfolg. Die Kritik war gespalten. Das heißt, es gab Kritiker, die den Film positiv gesehen haben und es gab Kritiker, die den Film negativ gesehen haben. Sowohl der Roman als auch der Film sind heute wirklich sehr berühmt und es gibt viele Adaptionen. Es gibt zum Beispiel eine Serie mit dem Namen Parfüm, es gibt Parodien. Der Film hat auch Einfluss auf die Popmusik und es gibt viele Songs, in denen es Anspielungen auf das Parfüm gibt. Kennt ihr die deutsche Rockband Rammstein? Die deutsche Rockband Rammstein hat nämlich im Jahr 1995 einen Song veröffentlicht, ein Lied mit dem Titel Du riechst so gut. Und dieses Lied wurde sehr stark vom Buch Das Parfüm von Patrick Süskind inspiriert. Und auch heute noch bringt man diesen Song oft mit dem Buch in Verbindung. Falls ihr Rammstein nicht kennt, kennt ihr vielleicht Nirvana. Das ist auch eine Rockband, keine deutschsprachige, eine englischsprachige. Und die hat damals den Song Sandless Apprentice veröffentlicht, auf Deutsch geruchloser Lehrling. Und das ist natürlich auch eine ganz klare Anspielung auf den Roman von Patrick Süskind. Also, das war's zu Patrick Süskind, einem interessanten Autor, der ein sehr, sehr berühmtes Buch geschrieben hat, nämlich Das Parfüm. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, diesen Roman zu lesen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Da gibt es viele Extras für Unterstützer. Ihr könnt zum Beispiel alle Premium-Folgen hören. Also, vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.